So, also, wir sind in der Nähe eines Nation Ziels und damit hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde der Sonne, zu Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir wollten eigentlich Leonidas töten, beziehungsweise Persephone, ihr wolltet, dass ihr Leonidas töten, ich natürlich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir sind ehrlich zu Leonidas und er hat uns auch die Da ist er. glorreiche Idee gebracht, dass wir einfach den Leibwächter, den wir als Spion eben zu Iria geschmuggelt haben, zu den töten, beziehungsweise die Leiche ihr bringen. Und vielleicht hilft es ja dann auch, sage ich mal, die Gunst von ihr sozusagen zu erlangen. Und schauen wir mal, ob wir das damit schaffen. Man muss jetzt mal ein bisschen aufpassen. Hier steht einer. Ein bisschen sehr gut. Zum Umnocken, weil wir müssen ja immer noch hier L3 und so machen. Die befreien. Und what? Wie? Wie haben die mich jetzt gesehen? Ja, Freunde, das ist mal wieder nicht so gut gelaufen, ne? Oh lol. Stimmt, das können wir ja machen. Hat sich natürlich jetzt auch schon. Das habe ich jetzt absolut nicht gepflegt, hey. Wieso zum Hänger? Ich jetzt so gefailt, dass ich. Ja, Gott sei Dank bin ich tot, hey, ohne Witz. Wieso ist denn das jetzt so gefailt, dass ich den, als ich den niedergeschlagen habe, dass die mich entdeckt haben, lol? Sie stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Ah, das Gras ist verbuggt. Deswegen. Okay, und die Sophia hätten wir natürlich jetzt nicht platt machen können, denn die war zu heavy für uns. Oder ich zu heavy für uns. Okay. Und er ist natürlich jetzt wieder ein Koloss. Ich will jetzt am liebsten gerade echt nochmal neu starten. Hin. Ohne Plugs. Sein, wir können den jetzt richtig schön killen. Sehr gut. Die Adel-Legende. Ja, ich würde sagen, dann ein schöner Start für die Folge. Zweimal gestorben. Wunderbar, joi. So, den können wir jetzt aber umnocken. Umnocken. Weil da dürfen wir jetzt wirklich jetzt aber keiner was sehen. Erhebt euch! Persephone hat keine Macht mehr über euch. So, er ist jetzt reingehauen, ne? Der Timoxenos. Okay. Also gut, dann machen wir mal ihn hier. Dann machen wir die eine hier.
Machen wir den nächsten Koolos. Okay. Naja, besser als nichts. Ja, jetzt haben wir nämlich die zwei wenigstens weg. Ist okay. Absolut okay, da oben ist keiner. Sieht jetzt hier aus. Der steht eigentlich auch ganz gut. Aber ein Decken funktioniert auf jeden Fall nicht. Lol. Oh, gegen die Wand. Shit, gegen die Wand. Wieso kann ich jetzt das nicht abschießen? Komisch. Einfach komisch. Flexbogen der Vorboten, jawohl. Ich habe gerade vorher gesehen, das Rüstungsteil, was wir bekommen haben bei der Quest gerade von Leonidas, das ist ja mal ultra gut und macht allen Täter Schaden. Also wenn man das Set dann sammelt, kann ich mir vorstellen, dass das unser nächstes Hauptset wird. Weil als Set-Bonus tatsächlich macht das Ding mehr Zeit für Wahnsinn des Ares. Schön, dass der sich einfach so willig umgedreht hat. So, dann R-Kollegia. Wieso kann ich den jetzt nicht komplett schleichen greifen? Du bringst mich um. Sehe ich aber ganz anders. Soll ich die Sahne verbrennen? So, das ist die Leibwache, ne? Wir bringen ihn mal nicht um. Hoffen wir mal, dass sie vielleicht irgendwie Gnade walten ist oder so. Ja, ich weiß schon, Kirchen und Bewusstes geschlagen werden, um ein Leben zu überbringen. Ja, kann ich jetzt im Prinzip ihn zu weit runterprügeln und dann auch auswechseln? Nicht trifft.
Beziehungsweise bisher kann man ja treffen. Jetzt so langsam muss ich aufhören. Dann wechsle ich jetzt einmal mal auf nur Händsche. Was irgendwie ablegen. Wechsel. Weg. Jetzt haben wir mal so kaputt. Ah, cool. Cool, cool, cool. Jetzt will ich aber noch ganz kurz darüber zu dem einen Schatz. Den habe ich nämlich gerade noch erspäht im Augenwinkel. Dann snacken wir uns den nämlich kurz mit. Ah, zack. Aufheben. Ach, kann man mit einer Leiche auch teleportieren? Das finden wir jetzt heraus. Oh, man kann. Stark. So, dann packen wir mal auf unser Pferd. Nice. Ja, wenn er drauf liegt. Einfach herrlich. So, jetzt schauen wir mal, wie gnädig eine Persephone ist. Ob sie ihn umbringt oder nicht. Hoffentlich reicht es, weil Leon das töte ich auf sicherlich nicht. Und los. Hyros von Sarax? Um ihn habe ich nicht gebeten. Er war ein Spion der Rebellen. Aber du warst es, die ihn zu mir gebracht hat. Ich wusste nicht, was er vorhat. Ich habe dir vertraut. Wachen! Persephone, hör mich an. Hermes hat recht. Im Elysion braut sich etwas zusammen. Selbst wenn Leonidas gegen dich ist, bist du doch viel stärker als er. Aber Kyros war ein Feind, von dem du nicht wusstest. Dadurch war er viel gefährlicher für dich und das Elysion. Aber er atmet noch. Der Tod ist ein Geschenk, das Verrätern nicht zusteht. Ich dachte, du willst das sicher selbst erledigen. Man widersetzt sich mir nicht straflos. Unser Handel ist geplatzt. Aber da du mir diesen Betrüger geliefert hast, darfst du bleiben. Finde heraus, was es mit diesem kleinen Stab da auf sich hat. Was für ein kleinen Stab? Beinschienen des Hermes. So, und da hat's auch ein Persephone. Oh, schade, Viereck. Dreieck wollte ich drüben zum Abstechen. Hm, na dann. Okay. Nächste Quest erledigt. Oh, das sieht krass aus. Schaut euch an. Asphodelen-Rüstung. Plus 10 Sekunden Dauer für die Fähigkeit Wahnsinn des Ares. Perfekt. Plus, und plus 17 Attentatsschaden. Ist halt mächtig. Wirklich mächtig. Und das in die Beinschienen des Hermes. Jawohl. Auch Antatschaden. Geil. Geil, Freunde. Ich freue mich. So. So, jetzt ziehen wir mal unseren Stab hier wieder an. Da haben wir Antats Damage. Dann haben wir eine neue Quest bekommen. Und zwar, die Leuchtfeuer wurden entzündet. Ah, okay. Wir müssen mit Adonis sprechen. Ja, machen wir das. Los.
So, geht's für eine Push-Platte an. Da die Uhrlichter anziehen. Damit wir da unseren schönen Set-Bonus haben. So, also allein vom Questzettel, die Leuchtfeuer wurden entzündet, würde ich jetzt sagen, das ist langsam der Beginn des Krieges. Aber wir werden sehen, was das mit sich bringt. Bin ja echt so gespannt darauf, wie und was. Vor allem da ist Persephone. War ja Adonis. Oh, Ich wow. wollte all das nicht. Ich verwandelte diese Welt in ein Paradies, um sie ertragen zu können. Und dann kamst du und ließest mich aufblühen. Bitte, lass mich gehen. Wäre das wirklich dein Wunsch, hättest du lange gehen können. Erinnerst du dich etwa nicht? Ob dich Aphrodite noch lieben würde, wenn sie wüsste, was für ein Feigling du bist? Du bist doch Okay. jetzt wohl kein Rückzieher. Sie hat recht. Ich bin ein Feigling. Einst hatte sie mir ermöglicht zu gehen. Ich hätte nur kämpfen müssen, aber ich konnte nicht. Es tut mir leid, aber mir ist das alles zu viel. Alter Adonis. Adonis, ich stehe an deiner Seite bis zum Schluss. Lass mich nicht im Stich. Du hast recht. Persephones Macht liegt darin, uns jene vergessen zu lassen, die wir lieben. Sie will, dass die Menschen bei ihr bleiben. Dann müssen wir die Menschen wachrütteln. Beim Sehr Palast gut. der Kolosse findest du eine von Hermes Erfindungen. Wir haben sie aus seiner Werkstatt gestohlen. Sie soll alles vernichten, was sie berührt. Und was vernichten wir? Persephone hält ihre schlafenden Kolosse in den oberen Stockwerken ihres Palastes. Bring die Erfindung dorthin, damit sie nie wieder erwachen. Der Rauch ist das Signal für alle Rebellen im Elysion, dass die Zeit des Angriffs gekommen ist. Nice. Worauf warten wir noch? Keiner darf dich sehen und versuch niemanden zu töten. Ein Erfolg ohne Blutvergießen wird die Ungläubigen eher auf unsere Seite ziehen. Kein Töten. Oh, müde ich weder von Wachen und Kolossen entdeckt zu werden, noch sie zu töten. Das ist mal eine ganz andere Aufgabe. Wow. Interessant, interessant. Dann gehen wir mal da rein. Durch das Schlupfloch. Holen wir uns mal der Gerät. Was ist denn das? Ein Legostein? Werfen kann man das nicht nachnehmen. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit dem Teil ganz vorsichtig entlang gehen, überall in die Gebüsche rein, etc. Und dann teleportieren wir es mal hoch. Mit dem Legostein. So, Palast der Kolosse. Dann schau mal mit Ikoros Weltsicht, wo hier so Wachen stehen. Klären kann man damit nicht, ne? Nee. So, okay. Sehen wir das Ding mal auf und machen sie richtig smart, weil ich keinen Bock habe, den Weg. Oh, okay.
thematisch tatsächlich was anderes. Wenn ich jetzt da komplett durchlaufe. Wie weit sehen die alle mich? Oh. Gar mal schlecht. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Weg ist, aber sieht ganz gut aus. Sieht sogar wahrlich ganz, ganz gut aus. Ja, und jetzt? Ah, rein. Ja, wir sind im System, Freunde. Den Ball habe ich fast nicht gesehen. Erst im letzten Moment. So, ich habe noch irgendwas. Da ist nichts, da ist nichts. Das ist das Loch dafür. Doch, weiß nicht, ich gehe mal da durch. Ja, man, mit dem Klotz kann man nicht durch. Ist hier irgendwie abfackeln oder so? Ja. Ja, ich muss da. Ah, wahrscheinlich muss ich hier rein und unten das wegbewegen und dann wieder hoch und ein Ding mitnehmen. Steine? Nee. So, einmal alles kaputt machen. Bewegen wir dich mal weg hier. Zur Sicherheit schieben wir dich auch mal weg. Und so sieht das da auch. Und gut durchkommt. Dann brennen wir mal das da. Das ist nämlich. So, unser Legostein wieder mitnehmen. Cool, alle richtige Z-Action. So. Dann geht's offensichtlich ganz weit runter. Und da ist das Ende des Tunnels. Und jetzt zum Teleportationsstein. Sehr gut. So, und jetzt ganz nach da vorne hin. Super. Ich weiß nicht, ob wir den erledigen sollen oder nicht. Wir machen es mal nicht. Wirklich kein Aufsehen zu erregen, beziehungsweise dürfen sie auch nicht töten. Ganz wichtig. Darüber müssen wir sie bringen. Okay. Warum steht jetzt hier keiner? Ne, ist gut. Über das Bäumchen. Alter, was für eine Weltenwanderung wir hier machen. Ganz außen rum. So, und jetzt da hoch. Schauen wir mal, ob hier noch jemand ist. Da ist ein Koloss auf jeden Fall. Mal aufpassen.
So, wie sieht's hier drin aus? Ja, gerade gut. Das kann man wahrscheinlich nicht bewegen, gell? Ne. Drüber können wir auch nicht, ja. Aber dadurch kommen wir. Dann halt so mit Bogen. Genau. Nice, doch. Fackeln wir kurz ab. Das eine hätten wir aufpacken können, gell? Mikro. Oh. Müssen wir hin, ne? Und ich jetzt ein EMP oder wie? Lego EMP. Oh. Eine Bombe. Ah, das wird Persephone nicht so gefallen. Als wir uns zum ersten Mal begegneten, musste ich lachen, als du sagtest, du wolltest dem Elysion entfliehen. Und jetzt? Ich bemitleide jeden, der sich dir in den Weg stellt. Danke. Was wirst du jetzt tun? Ich muss vor dem alles entscheidenden Sturm auf Persephones Palast noch einige Vorkehrungen treffen. Ich meinte, wenn das hier vorbei ist. Ich werde das Elysion seinen Bewohnern übergeben. Und dann reise ich zum Olymp in die Arme meiner Geliebten. Das klingt wundervoll. Du warst mir eine gute Freundin. Ich hätte nicht erwartet, hier Freunde zu finden. Such mich auf, bevor wir angreifen. Blossspeer. Wow. Minus 100 Persephone ist eine Plus. Nice. Level 57. Oh yeah. Cool. Ja, eher Fähigkeiten, nicht klar. Wir stecken es wieder in den Giftschaden rein. Sind es dann nur noch vier? Inventar haben wir neuen Speer bekommen, okay. Gegerschaden. Schade. Schüchen, mal auch irgendwelche reinbekommen. Passt, 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 alles Freunde. Okay. Dann schauen wir mal, was haben wir noch für das Quest noch nicht vorbei. Das ist ja Persephone ist Einfluss schwächen. Den Hades mit ihrer Schwäche Persephone ist Einfluss. Das machen wir ja nebenher. So, dann dürfen wir noch mit Hekate sprechen. Jawohl. Die gute Freundin, die auch was gegen Persephone hat. Gut. Ja, also dann würde ich sagen, wir sprechen in der nächsten Folge mit Hekate. Schauen wir mal, was sie so zu sagen hat. Und würde ich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet, wenn es wieder heißt, wir müssen in Assassin's Creed Odyssey das Schicksal von Atlantis retten. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.